Jetzt mal dem Mikro. Es ist toll, hier zu sein. Es ist mein erster Talk, den ich einem Publikum von Nicht-Astronomen gebe. Ich freue mich also sehr darauf, euch ein bisschen davon zu erzählen, was ich hier mache und auch die Technologie in der Astronomie. Also bei der Vorbereitung dieses Talks habe ich bemerkt, dass Technologie und Wissenschaft sehr eng miteinander verbunden sind. Also jedes Mal, wenn man einen großen technologischen Fortschritt hat, führt es sehr, sehr häufig zu einem großen Fortschritt in der Wissenschaft und auch andersherum. Also wenn das passiert, gibt es sehr tiefgreifende Änderungen in der Welt. Ein paar Beispiele von eurem heutigen Leben. Jeder weiß, dass die Erfindung des Mikroskops zur Theorie der Zellen geführt hat. Vor einem Mikroskop konnte niemand Dinge sehen, die so klein waren und deshalb nicht darauf kommen, dass alles in der Welt aus Zellen aufgebaut ist. Das führte dann zur Entwicklung der modernen Medizin und zu einer effizienten Behandlungsmöglichkeit für Krankheiten. Ich möchte mal behaupten, dass die meisten von uns nicht hier wären ohne die Erfindung des Mikroskops. Andere Beispiele sind Halbleiter. Es war ursprünglich eine Entdeckung der Physik, ein Stoff, der manchmal, aber nicht immer Elektrizität leitet. Das führte zur Entwicklung des Transistors in den 50ern. Daraus wurden dann integrierte Schaltkreise, moderne Elektronik und schließlich Computer und das Internet. Das gesamte Camp, alle Infrastruktur würde nicht existieren ohne die Entdeckung der Halbleiter. Eine Person hat vor langer Zeit bemerkt, wie wichtig Technologie für Wissenschaft ist und umgekehrt. Das ist ein Auszug aus dem Testament von Alfred Nobel, wo er darüber redet, wie er sein Erbe eingesetzt sehen will. Und er schreibt hier, es soll den wichtigsten Entdeckungen oder Erfindungen zugutekommen. Nicht unbedingt der tiefschürfendsten Wissenschaft. Das ist ein Bild vom ICMP-Village von vor ein paar Nächten. Wie viele Nobelpreise sind in diesem Bild? Möchte jemand vielleicht raten? 5? Noch jemand? 10? Viele? Okay, ich habe gezählt. Ich habe 7 gezählt. Gab es für das Rad einen Nobelpreis? 2014 gab es einen Physik-Nobelpreis für blaue LEDs. Davon habe ich wahrscheinlich ein paar hundert gesehen. Das zeigt, dass diese Entdeckungen, die nobelpreiswürdig sind, unsere Leben sehr schnell infiltrieren. Bis zu einem Punkt, wo jemand, der hier sitzt im Fab Lab und ein neues Case für das Radio lasert, noch nicht mal darüber nachdenken, dass dieser Laser in 1964 einen Nobelpreis bekommen hat. Deshalb möchte ich euch jetzt ein bisschen davon erzählen, wie Technologie das Feld der Astronomie revolutioniert hat, worin ich arbeite. Menschen haben schon seit Tausenden von Jahren Astronomie betrieben. Die ersten bekannten, überlieferten astronomischen Aufzeichnungen sind etwa 8000 Jahre alt. Das sind üblicherweise Zeichnungen von Teilen des Mondes oder von Sternen und so weiter. Aber Observation mit dem nackten Auge ist darauf begrenzt, zu sehen, was wo steht und wie sie sich bewegen. Eine Sache, die uns Technologie erlaubt hat, ist darüber nachzudenken, was Dinge sind, nicht nur wo sie sind. Es begann mit der Erfindung des Teleskops in 1609. Das ist ein Bild aus der Wikipedia. Es ist ein Gemälde von Galileo Galilei, der jemandem zeigt, wie ein Teleskop benutzt wird. Zu dieser Zeit war es ein riesiger Fortschritt. Die bessere Vergrößerung und Auflösung hat vorher unmögliche Messungen möglich gemacht. Zum Beispiel die Milchstraße. Wenn Menschen zuerst die Milchstraße gesehen haben, dachten sie, es sei irgendeine Form von nebligem Gas. Aber mit dem Teleskop konnte Galileo zeigen, dass sie aus vielen einzelnen Sternen aufgebaut. Das war ein riesiges Ding zu der Zeit. Alle dachten, es sei Gas und haben nicht daran gedacht, dass es vielleicht Galaxien sind, die aus Milliarden von Sternen aufgebaut sind. Also das ist etwas, was in 1600 rum schon gemessen werden konnte mit der einfachen Erfindung des Teleskops. Dann hat Galileo die Phasen der Venus gemessen und konnte damit
zeigen, dass sie in verschiedenen Phasen beleuchtet wird und wenn, während die Venus um die Sonne kreist, gibt es von Halbmond zu Halbvoll zu Voll-Venus und wieder abnehmen. Das war zu der Zeit revolutionär, weil man dachte, dass die Erde das Zentrum des Universums sei. Und natürlich hat die Kirche ihn dafür erstmal eingesperrt, dass er ihre Doktrinen in Frage gestellt hat. Aber nichts davon wäre möglich gewesen ohne die Erfindung des Teleskops. Ich verspreche, dass ich nicht zu viele Gleichungen hier drin haben werde, aber das ist eine ziemlich wichtige. Wenn er ein Teleskop baut, ist es besser, umso größer es ist. Je größer die Teleskope werden, desto kleinere Features kann man auflösen damit. Deshalb will jeder größere Teleskope. Man bekommt mehr Licht herein, deshalb kann man auch weniger helle Objekte damit auflösen. Das ist ein Beispiel von einer Amateur-Astronomie-Webseite. Das ist ein Beispiel, was ich mit meinem Teleskop sehen kann. Das sind Bilder von Saturn. Und ihr könnt sehen, mit größeren Öffnungen, mit größeren Blendenöffnungen, habt ihr bessere Auflösungen, bessere Detailtreue, bessere Auflösung. Also das Problem mit Teleskopen wird dann irgendwann sein, wie macht man sie größer? Das ist ein Bild mit des größten optischen Teleskops der Welt. Das ist also ein Teleskop, das solche Linsen benutzt, wie ihr sie in den Brillen, die viele hier tragen, benutzt. Das ist im Yerkes-Observatorium. Es ist 0,1 Meter Durchmesser und 20 Meter lang. Deshalb musst du das in ein riesiges Gebäude auf einem Ständer, der viel größer ist als ich. Und ein riesiger Fortschritt im Bereich der Astronomie und der Teleskopie war es dann, bessere Spiegel bauen zu können. Das ist eines der größten optischen reflektiven Teleskope, die gebaut wurden. Es steht auf Gran Canaria und das ist wahrscheinlich etwa halb so breit wie dieses Zelt. Die Höhe ist etwa genau die gleiche wie das Teleskop in dem vorherigen Bild. Und es ist keine Größenordnung größer, aber man hat im Durchmesser zwei Größenordnungen dazu gewonnen. Also das war ein riesiges Ding, größere und bessere Spiegel bauen zu können. Der nächste Fortschritt in der Teleskoptechnologie war die Fotografie. Teleskope werden ursprünglich mit dem nackten Auge verwendet. Das heißt, man schaute durch, zeichnete es auf, nächste Nacht würde man das Gleiche machen. Man könnte so Änderungen beobachten, aber es war nicht besonders präzise. Fotografie ermöglicht dir jetzt zwei Dinge. Zum einen längere Belichtungszeiten. Das Auge sieht nur, was es genau in dem Moment wahrnehmen kann. Aber Fotografien kann man über Sekunden bis Minuten belichten. Und das andere ist, dass man quantitative Messungen machen konnte. Man könnte also dasselbe Bild mit demselben Stern belichten über jede Nacht und deshalb erwarten, dass es sehr ähnliche Ergebnisse gibt. Das erlaubte dann endlich präzise Messungen von Dingen, die sich über die Zeit veränderten. Das ist nur ein Beispiel hier, was das menschliche Auge tun kann, beziehungsweise was frühe Fotografien tun konnten. Auf der rechten Seite haben wir Eta Carinae, das ist ein Supernova-Überrest. Und ihr könnt sehen, dass da so gasförmige Dinge. Links sind ein paar gasförmige Strukturen gemalt und ein paar Sterne. Und auf der rechten Seite im Fotograf kann man sehen, dass die Strukturen viel besser erkennbar sind, man viel mehr Dinge sieht, als vorher bekannt waren. Das ist von 1891. Der nächste große Fortschritt in der Astronomie waren dann moderne Detektoren. Also Fotografien sind toll, aber es gibt ein Problem damit, dass sie nämlich fundamental analog sind. Man macht dann eine Aufnahme, dann hat man einen Abzug und dann was macht man damit. Die Daten von einem CCD sind naturgemäß digital. Jedes eurer Smartphones hat einen CCD-Chip drin für die Kamera und ihr denkt wahrscheinlich darüber nicht nach, aber als es neu war, war es ein riesiger Fortschritt. Und abgesehen von dem digitalen Format haben sie sehr hohe Quanteneffizienz. Und Quanteneffizienz bedeutet, wie viel des Lichts, das den Detektor trifft, wird auch als Signal registriert. Fotografischer Film hat etwa 5% des Lichts, das auch wirklich aufgenommen wird. Und die besten CCDs haben momentan so um die 90% Quanteneffizienz.
Das ist also eine der wenigen Graphen, die ich hier drin habe. Dieser Laserpointer funktioniert nicht so gut, aber ihr könnt unten sehen, was das Auge sehen kann. Also auf der X-Achse seht ihr die Wellenlänge der Strahlung. Die Augen können nur sehr kleinen Bereich des sichtbaren Lichts wahrnehmen, also das sichtbare Licht wahrnehmen. Die nächste Kurve ist, was ein fotografisches Papier wahrnehmen kann. Und ihr könnt sehen, dass das auf dieser logarithmischen Skala etwa um 1% Quanteneffizienz hat. Und dann seht ihr immer bessere und immer fortschrittlichere CCDs. Und sie sind nicht nur effizienter, sondern sie haben außerdem auch eine viel stärkere Abbildungsleistung im Spektrum. Sie sehen also Dinge, die mit dem Auge niemals wahrnehmen können. Und schließlich das letzte Ding, was sehr wichtig ist, dass sie beliebig oft wiederholbare Ergebnisse bringen. Das heißt, wenn ihr ein Bild macht und dasselbe Bild und dann direkt nochmal dasselbe auslest, solltet ihr das gleiche Ergebnis bekommen. Film ist auch in dieser Form wiederholbar, aber nicht annähernd so exakt wie CCDs. So, jedes Teleskop-Observatorium nutzt heutzutage CCDs. Jedenfalls die professionellen. Es gibt ein paar Amateure und Leute, die das aus historischen Gründen noch analog machen, aber die Observatorien nutzen jetzt alle CCDs. Und das war eine Änderung, die in den 80ern und 90ern passiert ist. Also relativ neuzeitlich. Und der Grund, weshalb wir das tun konnten, ist, dass CCDs siliziumbasierte Geräte sind. Und alle Elektronik in euren Computern, in euren Smartphones sind alle auf Silizium-Wafers gebaut. Das heißt, die Technologie, um das tun zu können, wurde von der Elektronikindustrie vorangetrieben. Das heißt, die Möglichkeit zu haben, solche hochqualitativen CCDs zu bauen, wurde vor allem durch die Elektronikindustrie und die Herstellung von Consumer-Elektronik vorangetrieben. Was ist ein CCD? Ein CCD ist eigentlich nur eine Matrix aus Kondensatoren. Und ihr könnt hier oben eine Reihe von Elektronen sehen und eine Menge von sogenannten Brunnen. Und da sind Elektronen, die in diesem Potentialbrunnen gefangen sind. Wie kommt das Signal jetzt aus dem Detektor raus? Die Elektronen sind Die Elektronen auf der Chipoberfläche bekommen eine Spannung, die regelmäßig angelegt wird und die bewegen sich dann und können dann an einem Bus an der Seite ausgelesen werden. Wir haben hier ein sehr viel campartiges Foto. Wir haben hier einen Topf mit Regenwasser oder mehrere Töpfe und als Vergleich. Und die sind auf einer Art Tretmühle. Also sie füllen ihr Wasser einfach in die Eimer an der linken Seite und diese Eimer wiederum füllen ihr Wasser in einen Röhre am Ende. Und das ist ungefähr so, wie ein CCD arbeitet. Nicht nur ist die Erkennung von Elektronen wichtig, das Lesen, das Auslesen ist auch sehr, sehr wichtig. Man könnte diese siliziumbasierten Detektoren nicht verwenden, wenn es nicht Wege gäbe, die Elektronen zur Seite zu bewegen. Es ist also eine wichtige Entwicklung, die die Astronomie völlig verändert hat. Also dies hier ist mein Beispiel von CCD gegen Fotografie. Ich weiß nicht, ob das leicht zu sehen ist auf dem Bildschirm. Rechts haben wir dieselbe Fotografie, die ich vorher gezeigt habe. Aber links haben wir ein CCD-Bild derselben Region mit einem der ESO-europäischen Teleskope. Nicht nur haben wir hier verschiedene Farben, die erkannt werden können, wir haben also hier verschiedene Filter und können verschiedene Bilder kombinieren, die wir getrennt aufgenommen haben. Man kann also dieses Gerät mit einer Spiegelreflexkamera in einem Teleskop auch aufnehmen oder in professionellen Observatorien gibt es immer noch Bandpassfilter und man hat tatsächlich dann einzelne Farben pro Bild. Aber es ist jetzt ein völlig digitaler Prozess, der mit einem Knopfdruck ausgelöst werden kann, anstatt mehrere Fotografien zu scannen und zu kombinieren. Also dieser Aspekt ist erstmal da und dann könnt ihr auch sehen, dass viele andere Features hier vorhanden sind, sichtbar sind und das liegt daran, dass die CCDs empfindlicher sind für lange Wellenlängen. Also das geht in Richtung Rot und Infrarot auch. Ich habe noch ein weiteres Beispiel dafür. Das hier ist ein Galaxienhaufen. Dies ist eine Folie der 2009 Nobelpreislektion
von Smith, und dies war der Nobelpreis für die CCDs. Und es war also so wichtig als Entwicklung, dass dafür ein Nobelpreis vergeben wurde. Links seht ihr diesen Haufen von 4 Punkten. Das sind sehr massive Galaxien. Und ihr könnt einige weitere Punkte sehen oder tupfen. Es ist nicht wirklich klar, dass dies sich um Galaxien handelt. Das ist ein Galaxienhaufen, auf den wir schauen. Rechts ein CCD-Bild. Hier sehen wir nicht nur, dass es wirklich Galaxien sind. Wir sehen auch diese blauen Bögen, die am Außen zu sehen sind. Das sind tatsächlich Galaxien, die durch Gravitationslinseneffekte zu sehen sind, die eigentlich hinter diesem Haufen sind. Galaxien, die hinter diesem Haufen werden sichtbar. Und dies wird eigentlich nur möglich durch CCDs. Also durch Linsen sichtbare Galaxien, Gravitationslinsen. Ich sage immer wieder, dass CCD ein tatsächlich digitales Format ist durch die Natur der Dinge. Und das ist eine sehr wichtige Bemerkung. Hier zum Beispiel die Sloan Digital Sky Survey, ein großes Projekt, um den gesamten Galaxien innerhalb unserer Region des Universums zu kartieren. Die Erde ist im Zentrum dieses Bildes, und wenn wir nach außen gehen, dann wird die Intensität dieser Punkte anzeigen, wie viele Galaxien dieses Instrument in dieser jeweiligen Region erkannt hat. Dies ist nur eine kleine Scheibe aus dem 3D-Datensatz. Und man sieht also, dass das Universum eine klumpige Struktur hat, und das ist eine sehr wichtige Entdeckung. Das Gerät besteht aus 30 CCD-Chips, die 21 Megapixel hat und produziert jede Nacht 200 GB Data. Mit fotografischen Platten würde das hunderte von Jahren dauern, all dies zu verarbeiten, hochzuladen, zu analysieren. Aber Sie können dies hochladen und Daten öffentlich im Internet veröffentlichen. Und wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr jetzt zu skyserver.sdss.org gehen und das euch anschauen. Okay. Bisher habe ich eigentlich nur über optische Astronomie geredet. Aber das elektromagnetische Spektrum ist sehr viel breiter als das, und hier gibt es einen Plot der atmosphärischen Durchlässigkeit, wie viel Licht in jeder Wellenlänge bis zur Erdoberfläche gelangt. Weit links habt ihr die sehr kurzen Wellen, Röntgenstrahlen. Die Regenbogenregion in der rechten Hälfte ist das, was wir lieben, das ist das Licht, und das ist all die Astronomie, an die ihr vielleicht denkt, wenn ihr über das nachdenkt, was Astronomen anschauen. Aber wenn man weiter nach rechts geht, gibt es längere und längere Wellenlängen, größere und größere Wellenlängen. Ihr seht, dass es bestimmte Lücken gibt in der Atmosphäre, in denen bestimmte Lichtanteile durchkommen. Dann gibt es eine lange Lücke, in der die Radiowellen sind. Und der Plot, der Graph unten, zeigt euch, welche Typen von Instrumenten normalerweise benutzt werden, um den jeweiligen Wellenlängen zu beobachten, also Röntgenstrahlen werden absorbiert, sehr stark durch die Atmosphäre, also nur durch Satelliten beobachtbar. Wir haben das sichtbare Licht und die Nahinfrarotregion, wo es Lücken gibt, die uns erlauben, an der Erdoberfläche zu beobachten. Es gibt das weite Infrarot, wo das Licht wieder größtenteils absorbiert wird, sodass wir wieder Satelliten verwenden müssen. Und dann am Ende haben wir die Radiowellenlängen, wo wir tatsächlich auf der Erde beobachten können. Ich könnte einen ganzen Vortrag halten über die Technologie in jeder dieser Wellenlängen wie diese Technologie das Feld der Astronomie komplett verändert hat, aber da ich nicht den ganzen Tag Zeit habe, werde ich einfach eine herausnehmen, direkt hier. Und dieser Punkt im Spektrum, der rote Pfeil, zeigt auf 7,35 cm Wellenlänge, und dafür gibt es einen Grund. In 1965 gibt es zwei Menschen, Penzias und Wilson, arbeiteten in einem Laboratorium und waren in der Lage, ein sehr, sehr empfindliches 20 Fuß, also 6 Meter große Antenne benutzen. Und dies war zu der Zeit also glänzende neue Technologie. Niemand hatte mit sowas gespielt vorher. Und ihr Ziel war, das Rauschen in der Elektronik zu verringern und die empfindlichsten Messungen zu machen in der 7,35 cm Wellenlänge, die jemals in der gesamten Welt gemacht wurden. Und als sie dieses Teleskop in den Himmel richteten, fanden sie dieses merkwürdige Summen. Egal in welche Richtungen sie das richteten, dieses Summen kam von überall.
konstante Lautstärke quasi. Und Sie als Wissenschaftler dachten, okay, irgendwas muss mit unserer Elektronik los sein. Und Sie haben sehr viel Zeit damit verbracht, Ihre Elektronik zu debuggen und die Quelle dieses extra Rauschens, extra Lärms zu finden. Und dann irgendwann dachten Sie, hey, also die Vögel haben gekackt auf unser Teleskop, vielleicht das. Und Sie haben Tage damit verbracht, also Vogelexkremente zu entfernen. Und dann haben Sie ein Papier veröffentlicht, eine Messung von überschüssiger Antennentemperatur. Und dies zeigte sich, war ein sehr wichtiges Papier. Und ich sage euch warum. In den 1920er Jahren hat Edwin Hubble erkannt, dass das Universum sich ausdehnt. Und er hat eines dieser Fernsehteleskopen mit den großen Spiegeln benutzt dafür und fotografische Platten. Zu dieser Zeit war das also fortgeschrittene Technologie. Und was er gefunden hat, war im Wesentlichen, dass Galaxien sich von uns umso schneller entfernen, je weiter sie entfernt sind von uns. Und er schloss daraus, dass das Universum mal kleiner war und jetzt sich ausdehnt. Wir haben hier ein Beispiel. Der Pfeil unten ist Zeit. Links habt ihr Galaxien einer früheren Zeit, in der sie nah beieinander sind. Während die Zeit voranschreitet, entfernen sie sich voneinander. Ein sehr einfaches Konzept. Ihr könnt das sehen, im Prinzip, wenn ihr in der Zeit zurückschauen könnt. Warum dies interessant ist für Penzias und Wilson ist, dass Dinge sich abkühlen, während sie sich ausdehnen. Also links haben wir wieder diesen Zeitpfeil zwischen früher und später und außerdem haben wir aber auch einen Temperaturpfeil. Und während die Zeit voranschreitet und das Universum sich ausdehnt, kühlt es auch ab. Und wir haben hier also Partikel in einem Kasten. Die rote Wellenlänge wären das heiße Photonen. Und während es sich ausdehnt, gehen wir zu gelben Photonen, die etwas kühler sind. Und am Schluss haben wir sehr viel weiter entfernte Partikel und sehr viel kühlere Strahlung. Also ein interessantes Ding ist, dass während sich das Universum ausdehnt oder wenn es sich ausdehnt, dann muss es zu irgendeiner Zeit unendlich dicht und heiß gewesen sein. Und der Zeitpunkt, an dem es übergeht zu einem heißen Plasma, in dem man freie Elektronen und Protonen hat, die an die Strahlung gebunden sind völlig und ansonsten sich frei bewegen, und Übergang zu dem Punkt, in dem sich Elektronen und Protonen wieder kombinieren und wir haben Wasserstoffatome und die Strahlungen können sich dann frei ausbreiten dazwischen. Das ist der Punkt, den wir Rekombination nennen. Und das ist irgendein Punkt in der Expansion des Universums. Irgendwann gibt es diesen Übergang, dass sich Atome formen können und die Strahlung sich frei ausbreiten kann. Und wir sehen dies als die kosmische Hintergrundstrahlung. Es ist Strahlung, die übrig geblieben ist von der Rekombinationsphase des Universums. Und zu diesem aktuellen Zeitpunkt unserer Geschichte würden wir erwarten, dass diese Reststrahlung herumsitzt in dem Mikrowellenbereich des Spektrums, des elektromagnetischen Spektrums. Also wieder, das Universum war früher heißer, jetzt wird es kühler, ist es kühler. Und diese beiden haben für ihre Entdeckung dieser Strahlung, die aus aller Richtungen zu jeder Zeit im Universum entdeckt haben, bekamen dafür den Nobelpreis in Physik in 1978 für die Entdeckung dieser Hintergrundstrahlung, die im Wesentlichen ein Beweis für den Urknall ist. Ein Beweis dafür, dass das Universum mal unendlich heiß und dicht war und dass es sich jetzt ausdehnt. Und diese Hintergrundstrahlung ist also einer der Beweise dafür, dass dieser Urknall existierte. Also eine wissenschaftliche Erfindung, die möglich wurde, weil diese beiden Herren einen unheimlich empfindlichen Hornempfänger bekamen, den niemand vorher benutzt hatte. Ihr habt sicherlich all dies gesehen, diesen Comic von XKCD, der unsterblich gemacht wurde auf T-Shirts, überall. Was dies hier zeigt, sind Messungen des kosmischen Mikrowellenhintergrunds, der Hintergrundstrahlung. Dies ist eine Schwarzkörperkurve. Diese Kurve ist definiert durch eine bestimmte Temperatur. Wenn man in der Lage ist zu messen, welche Temperatur die kosmische Hintergrundstrahlung hat, dann können wir also damit etwas berechnen, was ich nicht verstanden habe. Ein schöner Comic, dies sind die eigentlichen Daten. Auf diesem Plot, auf diesem Graphen ist die blaue Linie die 2 Kelvin, ein 2 Kelvin Schwarzkörper und die grüne Linie ist ein 4 Kelvin Schwarzer Körper
Und alles andere sind Messpunkte, die mit der Hintergrundstrahlung gemacht worden sind. Und dies passt wunderbar, perfekt auf einen Körper mit 2,7255 Kelvin, mit einem sehr kleinen Fehler. Dies ist also der perfekteste schwarze Körper, der jemals im Universum gemessen wurde. Okay, also damit haben wir es erledigt, oder? Wir haben bewiesen, dass der Urknall stattgefunden hat und diese kosmische Hintergrundstrahlung ist überall. Leider, nein, wir sind nicht fertig. Dies ist eine kurze Geschichte des Universums. Ganz links haben wir das, was wir als Urknall kennen. Und was dies im Wesentlichen ist, ein Punkt in der Zeit, wo die Physiker sagen, das Universum ist jetzt unendlich heiß und dicht. Es gibt Quantumfluktuationen und dann gibt es eine Periode der rapiden, der schnellen Ausdehnung, die Inflation genannt wird. Das Seltsame ist, wenn wir ein komplett homogenes Universum annehmen, dann würden wir niemals am Ende Sterne und Galaxien bekommen. Weil wenn alles genau gleich ist, dann haben wir keine Art, wie irgendetwas sich durch Gravitation zusammenziehen kann in Sterne, Haufen, Galaxien. Es muss also irgendwas am Anfang gegeben haben, das in all diese Struktur sich dann überführt hat. Und das ist, was wir als Quantumfluktuation am Anfang bezeichnen. Und man sollte in der Lage sein, die Muster dieser Fluktuation in der kosmischen Hintergrundstrahlung zu sehen, wenn man sie misst. Man sollte also kleine Abweichungen von diesem perfekten Schwarzkörper sehen, den wir mit so viel Aufwand gemessen haben hier. Okay. Wir haben also diese unglaublich empfindliche Antenne von den Bell Labs im Jahr 1965, da kamen sie her und haben diesen Schwarzkörper gemessen. Wir haben sehr viele Experimente danach, die das weiterhin messen. Wie messen wir diese unglaublich kleinen Fluktuationen, die als Quantumfluktuationen am Anfang der Zeit vorhanden waren? Wir müssen bessere Detektoren einsetzen. Also brauchen wir wieder, wie immer, einen Fortschritt in der Wissenschaft, der getrieben wird von einem Fortschritt in der Technologie. Ich habe euch in einer früheren Folie gesagt, dass die Temperatur dieses Schwarzkörpers 2,7 Kelvin ist. Wenn ich also jetzt hier in dem Weg stehe, könnt ihr diesen Schwarzkörper nicht sehen, weil ich viel zu hell bin im Sinne von Temperaturstrahlung. Also es ist nicht nur so, dass ihr sie nicht sehen könnt und die Fluktuationen sind außerdem sehr, sehr klein. Wir haben diesen unglaublich perfekten Schwarzkörper gemessen. Wenn die Fluktuationen größer wären, dann wäre der Körper nicht so perfekt. Diese Fluktuationen sind tatsächlich so klein, das ist etwa 1 zu 100.000. Es ist also außerdem eine unheimlich schwere Umgebung, in der man arbeiten muss, unheimlich harte Bedingungen. Wenn ihr an diesen Plot von vorhin denkt, es gibt sehr viel in der Atmosphäre vorhanden, was Licht absorbiert. Und in der Spitze des kosmischen Hintergrundstrahlungsspektrums haben wir jetzt sehr viel Wellenabsorption in der Erdatmosphäre. Das ist also sehr hart zu messen. Wir müssen also entweder einen Satelliten einsetzen, der komplett über der Atmosphäre ist, oder müssen eine absolut trockene Beobachtungsposition in der Erde finden. Es gibt zwei Orte, wo Experimente mit kosmischer Hintergrundstrahlung durchgeführt werden. Das eine ist die Atacama-Wüste in Chile, die zweittrockenste Wüste der Erde. Das andere ist der Südpol, tatsächlich die trockenste Wüste der Erde. Außerdem braucht man einen Detektor, der sehr, sehr geringe Rauschen hat. Wir können Satelliten bauen, wir können zum Südpol gehen, aber was wir wirklich müssen die allerempfindlichsten Detektoren in der Welt haben, um diese Dinge messen zu können. Okay, dies hier ist das Schema eines Bolometers. Eine Art von Strahlungsdetektor, in der eine kleine Strahlungsenergie, die auf dem Detektor ankommt, als Signal sichtbar ist. Die Energie, die wir uns anschauen wollen, sind Photone, also elektromagnetische Strahlung. Diese Linien zeigen Photonen an, die von oben kommen. Sie treffen auf den Detektor und es gibt einen Absorber, der im Wesentlichen ein Kondensator ist, deswegen mit C für Capacitor markiert. Dann haben wir eine Art Thermometer, der auf dem Detektor sitzt, der misst, wie stark sich die Temperatur des Absorbers ändert, wenn er getroffen wird. Und dann gibt es hier diesen thermalen Link G, der diese Energie in ein Thermalbad überträgt. Das ist eine sehr gute Art, Energie zu übertragen. Aber wenn ihr darüber nachdenkt, wir messen hier Änderungen in der Temperatur und nicht nur Licht sorgt für Änderungen in der Temperatur. Jede Art von thermischer Veränderung wird jetzt hier Rauschen im System einbringen. Also eine Art, um dies zu überwinden, ist, den Bolometer herunterzukühlen. Wir haben hier eine Gleichung für die das Energieäquivalent des Rauschens und in diesem Absorber. Und wir sehen, das ist proportional zur Temperatur.
Das Ziel ist also, den Detektor so kühl wie möglich zu machen. Und die Temperatur, in der wir tatsächlich arbeiten in der Forschung über kosmische Hintergrundstrahlung, ist etwa ein Viertel Celsius Grad über dem absoluten Nullpunkt. Also sehr, sehr kalt. Übrigens, dies hier ist übrigens das Thema eines völlig anderen Vortrags, wie man Dinge überhaupt so kalt kriegt. Aber ich habe tatsächlich nicht jeden Tag Zeit. Wir überspringen das, wir können darüber nachher reden, wenn ihr interessiert seid. Also dies ist, wie ein Bolometer in 1992 aussah, also fast 30 Jahre her, handgemacht von einer kleinen Forschungsgruppe in Berkeley, also tatsächlich Abschlussstudenten, die hier gesessen haben, sich hingesessen haben und mit Liebe das angefertigt haben aus Nylonfäden, die eine sehr kleine Membran halten, und die haben dann in der Mitte den Detektor mit Germanium. Dies ist im Wesentlichen ein Thermometer, das sich durch Temperaturänderungen im Widerstand, im elektrischen Widerstand ändert. Und das kann man messen und herauskriegen, wie viel Energie auf den Detektor trifft. Okay, das ist schon mal toll. Aber es war noch nicht gut genug. Es war nah dran, aber noch nicht perfekt. Es ist da immer noch thermisches Rauschen drin. Der nächste Schritt ist also, einen supraleitenden Detektor zu bauen. Und das wiederum nur möglich, weil irgendjemand Supraleitung entdeckt hat, ein paar Jahre vorher, und auch dafür einen Nobelpreis bekommen hat. Und die Idee dabei ist, dass man das sein Thermometer so sensibel wie möglich machen möchte. Wir haben also den Thermistor entfernt, das durch einen supraleitenden Film ersetzt. Und das Tolle an Supraleitern ist, dass sie grundsätzlich keinen Widerstand haben, bis zu einem gewissen Punkt, einem gewissen Temperaturpunkt. Und der Plot auf der rechten Seite zeigt diesen Übergangspunkt. Und wenn er eine gewisse Temperatur erreicht, hat er plötzlich diesen riesigen Sprung in den Widerstand. Und dann geht es wiederum einen fast konstanten Widerstand, der sich nur mit der Temperatur nur sehr, sehr langsam ändert. Die Idee dahinter ist also, dass ihr die Thermistoren so baut, dass sie genau in dieser sehr, sehr schmalen Region sind, wo sich der Widerstand und die Temperatur ändert. Und dann jedes bisschen Energie, das auch im Detektor trifft, wird also in einem sehr großen Änderungen Widerstand hervorrufen. Mit diesen supraleitenden Thermometern konnten wir dann Detektoren bauen, die ein Rauschen von 50 Ottawatt Sinus minus 18 Watt. Also unglaublich exakte Rauschdetektoren. Und das sind auch heute noch die an der vordersten Front von der Technologie, was die Detektion von Mikrowellen angeht. Hier sehen wir, wie die 1998 aussehen. Ihr seht vielleicht, dass wir jetzt von einer Gruppe von Studenten, die das von Hand mit Pinzetten bauen, jetzt mit neuen Siliziumverarbeitenden Technologien arbeiten können, die es automatisch bauen. Aber es sind immer noch einzelne Chips. Also man baut diesen Absorber, der in der Mitte dieses Spinnennetzes sitzt, und dann muss man es von Hand in eine Fokusebene zusammenbauen. Also man hat immer noch Kameras, die quasi 10 Pixel auf einmal aufnehmen. Und wenn ihr das Hintergrundlimit erreicht, also die Anzahl der Photonen, die euren Detektor erreicht, dann ist das Einzige, wie ihr weitermachen könnt, ist noch mehr Detektoren zu bauen, um die Kamera noch sensibler zu machen. Also nochmal 10 Jahre später. Und Wissenschaftler haben es dann geschafft, die siliziumverarbeiteten Maschinerie der Halbleiterindustrie zu benutzen. Sie nehmen also die normalen Silizium-Wafer-Prozesse, die von IBM und Intel und all diesen Firmen benutzt werden, und wenden sie darauf an, diese sehr empfindlichen Detektoren zu bauen. Ich sollte dazu sagen, wenn es nicht diese Technologien verfügbar gewesen wäre, dann wären diese Detektoren niemals möglich gewesen. Wir würden immer noch mit Nylon und Pinzetten herumsitzen und würden die Detektor von Hand bauen, einzeln. Also dieser Fortschritt der Technologie hat es uns erlaubt, Kameras mit 10 Pixeln jetzt auf Kameras von Hunderten oder Tausenden von Pixeln hochzugehen.
Das sind noch ein paar Bilder. Das sind, glaube ich, Apex-Detektoren aus 2007. Okay, super. Jetzt haben wir also die empfindlichsten Detektoren, die jemals gebaut wurden. Was können wir damit machen? Ich habe vorhin schon gesagt, dass diese Quantenfluktuationen zu Beginn des Universums einen Abdruck im kosmischen Hintergrundstrahlung hinterlassen hätten sollen. Und wenn wir Detektoren in den Weltraum bringen und das mit den Aufzeichnungen auf der Erde vergleichen, konnten wir dieses Muster der Hintergrundstrahlung erkennen. Von links nach rechts gelesen sind immer empfindlichere Messungen der Fluktuationen. Zuerst 1992 die Kobo-Mission. Für diese Messung gab es auch einen Nobelpreis. Dann die WMAP-Mission 2003, die gerade vor ein paar Jahren ihre letzten Daten freigegeben haben. Und schließlich das 2013er Planck-Datenrelease, das jetzt auch nur ein paar Jahre alt ist. Und ihr könnt sehen, dass über die Zeit die Empfindlichkeit besser wurde, die Auflösung wurde besser. Und man kann immer mehr Detail in der kosmischen Hintergrundstrahlung sehen. Das ist toll. Also wir sehen jetzt diese Klumpen. Was bedeuten sie? Man kann dann eine Fourier-Transformation auf dieses Muster anwenden. Wir haben eine Karte des Himmels. Wir können sehen, wo es heißer und kälter ist. Wir Fourier-transformieren das und was wir dann bekommen, ist ein Energiespektrum. Man könnt hier sehen, es gibt wirklich schöne Berge und Täler und die sind von diversen Theorien sehr exakt hervorgesagt. Die Höhe und die Abstände dieser Spitzen kann uns sagen, woraus das Universum aufgebaut ist. Auf der rechten Seite haben wir Omega Matter, also oben Mitte, das ist, wie viel Materie es im Universum gibt. Und ganz links haben wir die optische Tiefe zur Rekombination, also wie viel Zeug steht zwischen uns und dem Anfang des Universums. Und am rechten Ende ist quasi die Dämpfung dieses Trails. Und da können wir die Masse von Neutrinos messen. Im Moment haben wir nur grobe Richtwerte, aber mit genug Messungen könnte man es sehr genau sagen. Worauf also auch noch wichtig ist, ist die Rolle von großen Computern. Wir haben jetzt diese Karte der Hintergrundstrahlung. Und wenn aber jetzt so ein Bolometer über die Welle geführt wird, dann sieht man nur für einen sehr kurzen Moment eine Erhöhung der Energie. Und das muss man jetzt irgendwie in eine Karte umwandeln. Was man also braucht, ist zum einen gute Algorithmen und zum anderen große Computer. Man muss außerdem viele verschiedene Modelle des Universums simulieren, um herauszufinden, welches man jetzt hat. Und schließlich muss man Markov-Ketten-Simulationen ausführen können, um die Parameter des Modells zu finden, die zu den Daten passen, die ihr habt. Das braucht also Millionen von Rechenzeitstunden, um herauszufinden, was die Daten überhaupt bedeuten. Das wird erst möglich, ist erst möglich geworden seit dem Fortschreiten von sehr schnellen Computern. Selbst wenn ihr also diese Daten in den 50ern gehabt hättet, hättet ihr niemals diese Ergebnisse bekommen, herauszufinden, woraus das Universum besteht, weil ihr keine Möglichkeit gehabt hättet, diese Berechnungen auszuführen. Von diesen extrem empfindlichen Messungen und den Berechnungen und Simulationen haben wir herausgefunden, dass das Universum zu 4% aus Baryonen besteht. Das ist das Zeug, woraus alles hier besteht. Wir und die Erde und die Sterne und alles, was ihr sehen könnt. 26% dunkle Materie, 70% dunkle Energie, von der wir nicht wissen, was sie ist. Und dass das Universum 13,8 Milliarden Jahre alt ist. Das ist schon ziemlich cool. Das ist etwas, was man rausfinden kann, indem man einfach nur die Fluktuationen eines sehr gleichmäßigen Signals misst, das 13,8 Milliarden Jahre alt ist. Ziemlich cool, ne? So, jetzt sind wir fertig, ja? Nein, wir sind nicht fertig. Zurück zu unserer kurzen Geschichte des Universums. Wir haben uns die Fluktuationen der kosmischen Hintergrundstrahlung angeschaut. Das sind all diese Berge und Täler in dem Spektrum. Es sind die heißen und kalten Flecken auf der Karte. Aber ihr könnt sehen, dass es diese Periode der Inflation gibt zwischen den Quantenfluktuationen und der Rekombination. Und das ist eine Zeit in der Geschichte des Universums,
über die wir als Physiker nicht viel wissen. Aber wir haben eine Menge Theorien, die wir gerne ausprobieren möchten. Und die kosmische Hintergrundstrahlung hat nicht nur Fluktuationen in der Stärke, sondern sie ist auch polarisiert. Und viele Theorien der Inflation sagen voraus, dass neben diesen Amplitudenfluktuationen auch Polarisierung sichtbar sein sollte. Und das sind Überreste von Gravitationswellen. Es gibt zwei Arten von Polarisierung, die man in der Hintergrundstrahlung sehen könnte. Die eine ist E-Modus, das ist auf der linken Seite. Das taucht auf, die blauen Teile wären dann kühle Flecken und die roten wären heiße Flecken. Und die E-Polarisierung würde man entweder als auseinandergehende Linien sehen oder als ein Kreis, der um den Punkt herum geht. Gravitationswellen würden etwas anderes produzieren, nämlich sogenannte B-Modi-Polarisierung. Das ist eine Art Polarisierung, die spiralförmig rausgeht. Das heißt, man würde diese Windradmuster sehen. Und wenn man misst, wie stark die Amplitude dieser Polarisierung ist, dann wisst ihr was über die Energien, die damals Inflation benutzt wurden. Und das schränkt ein, welche Theorien überhaupt zutreffen könnten. Das ist das Introbild dieses Talks und das ist eine Karte der Polarisierung der kosmischen Hintergrundstrahlung vom Planck-Satelliten. Der Planck-Satellit nutzte mehrere Zähne dieser spinnennetzartigen Bolometer, die ich euch vorher gezeigt hatte, mit einem Polfilter davor. Und obwohl das jetzt das neueste, relativ neueste Daten ist, ist es trotzdem schon fast 10 Jahre alte Technologie, die darin verwendet wurde. Und das zeigt uns E-Modi, die viel prominenter sind als die B-Modi, weil sie viel, viel weniger empfindlich sind. Also die Farben, die ihr seht, sind die heißen und kalten Flecken und die Linien wiederum zeigen die Polarisierung an. Also wir haben jetzt die Polarisierung gemessen, aber wir haben noch nichts von den B-Modi-Polarisierungen gesehen, weil wir zu wenige Pixel hatten. Und mussten wir also wieder bessere Detektoren bauen. Das ist ein Bild eines kryogenischen Bolometer-Matrix aus 2010. Und was Sie haben, ist ein phasenverschobenes Antennenarray, das es ermöglicht, sehr empfindliche Polarisierung zu messen. Das Bild auf der linken Seite zeigt die Antennen und die Antennen in die eine Richtung erkennen eine Polarisierung, die in die andere Richtung die andere. Und jetzt haben wir zwei davon auf jeden Pixel. Das heißt, sie machen inhärent polarisierungssensible Detektoren und haben daraus dann auch gleich große Mengen gebaut. Und auf der rechten Seite seht ihr eine Fokusebene aus diesem Projekt, die Hunderte statt nur Zehner dieser Pixel enthält. Und das ist dann eine Messung der B-Modus-Polarisierung der kosmischen Hintergrundstrahlung. Und ihr könnt hier sehen, diese verwundenen Muster um die heißen und kalten Spots. Das ist ein super wichtiges Resultat, das erst letztes Jahr rauskam. Und was ich daran wirklich mag, das ist ein Graph aller Experimente, die versucht haben, B-Modus-Polarisierung zu messen. Die farbigen Punkte im oberen Teil sind eine Reihe von 10 Experimenten, die versucht haben, das zu messen mit ihren gekühlten Bolometriedetektoren, aber in einzelnen Pixeln, also sehr kleine Anzahl von Detektoren. Und die schwarzen Punkte sind die BICEP-2-Experimente mit hunderten solcher Detektoren, die inhärent polarisiert sind, deshalb viel empfindlicher. Und ihr könnt sehen, dass die Sensitivität um Größenordnung verbessert wurde, um dieses Signal zu messen. Das wäre nicht möglich gewesen ohne diesen technologischen Fortschritt. Okay, fertig, ja? Nein, immer noch nicht. Wir haben noch ein Problem. Und zwar ist die Galaxie auch polarisiert ist. Es wäre total super, wenn man einfach rausgehen könnte, die Hintergrundstrahlung messen könnte und nur das sehen könnte, ohne irgendwelche Kontaminierungen. Aber wie viele von euch wissen, ist es immer irgendwas, was dazwischen kommt, in jedem Signal, das man messen möchte. Das ist also eine andere Karte von der Planck-Mission.
und sie zeigt die Polarisierung, die durch Staubpartikel in unserer Galaxie hervorgerufen wird. Die Galaxie hat also ein magnetisches Feld und das sorgt dafür, dass die Staubpartikel in eine gewisse Richtung ausgerichtet werden. Und da wir nun leider in der Galaxie leben, müssen wir durch dieses Zeug durchschauen, um die Hintergrundstrahlung ordentlich zu messen. Und das kann diese Ergebnisse kontaminieren und hat deshalb auch die Ergebnisse des BICEP-Teams in Frage gestellt. Der nächste Schritt ist also, Detektoren zu bauen, die mehrere verschiedene Farben sehen können. Die CCD-Kamera in eurem Phone, in eurem Smartphone ist mehrfarbfähig, deshalb bekommt ihr diese Mehrfarbbilder. Aber die Detektoren, die auf Millimeter Wellenlänge waren, waren bisher einfarbig. Der nächste Fortschritt wäre also, polarisierungssensible Detektoren zu machen, die mehrere Wellenlängen auf einmal wahrnehmen können. Hier sind Fotos von einem Experiment, das gerade jetzt gebaut wird. Und diese Kameras werden Hunderttausende bis Zehntausende Pixel haben und jeder einzelne Pixel wird drei Farben wahrnehmen können. Das erlaubt uns, einzelne Komponenten zu trennen. Deshalb könnt ihr hier sehen, das sind hochfrequente Staubemissionen, die man dann von den niedrigfrequenten Hintergrundstrahlungsemissionen trennen kann, die ihr sehen will. Um dieses Resultat also zu bestätigen, ja, wir wissen tatsächlich, was während der Inflation passiert ist, hängt ab von neuer Technologie. Technologie hat also das Feld der Hintergrundstrahlungsforschung komplett revolutioniert. Und ich möchte wirklich den Punkt machen hier, dass ohne diese fortgeschrittene Technologie wüssten wir nichts über die Hintergrundstrahlung, außer dass sie sich in Temperaturen bei etwa 4 Gigahertz, in Antennen bei etwa 4 Gigahertz manifestiert. Eine andere Sache, die sehr wichtig ist, ist Signalverarbeitung, das Auslesen von vielen Detektoren. Ich hatte jetzt nicht viel Zeit, über das Auslesen von Detektoren zu reden, aber es ist ein wirklich schwieriges Problem. Und die meisten Experimente nutzen hunderte von FPGAs, um die Signale zu verarbeiten. Dann große Computer. Für meine Doktorarbeit habe ich mehrere hundert Millionen CPU-Stunden verwendet. Und das war nur ein winziger Schritt in einem sehr viel größeren Feld. Also ohne riesige Rechenzentren, um das Universum zu simulieren, wäre nichts hiervon möglich. Jetzt kommen wir zum interessanten Teil. Und das ist die Zukunft der Technologie in der Astronomie. Alles, was wir über Astronomie in den letzten 400 Jahren wissen, ist Fortschritten in Teleskopen, Detektoren, Computern zu verdanken. Und während noch viele traditionelle Hardware-Fortschritte möglich sind, zum Beispiel adaptive Optiken, wir schießen riesige Laser in den Weltall, um die Atmosphäre zu korrigieren, das ist ziemlich cool. Moderne Interferometer, also viele Teleskope auf der ganzen Welt zusammenschalten für eine einzige Messung. Partikeldetektoren, die solche Dinge wie Neutrinos messen können aus dem Weltraum. Es gibt aber auch eine Menge neue Technologien, die ohne Computer und das Internet noch nicht möglich gewesen wären. Wir betreten jetzt also eine Ära der Big Data, wo viele unserer neuen Herausforderungen, Berechnungen und Statistiken und einfach die Verarbeitung von gigantischen Datenmengen beinhalten. Das neues Experiment wird etwa 1 Exabyte an Daten pro Tag produzieren. Wir haben also diese traditionellen Fortschritte in der Technologie für die Astronomie, aber eine Sache, die sehr interessant ist, ist, als während wir uns in die Ära des Internets bewegen, wo wir alle offen zusammenarbeiten, haben wir viele dieser traditionellen Fortschritte überspringen können und schauen uns andere Dinge an. Und eine Sache ist zum Beispiel, dass jedes Gerät, das man baut, ist eine Handanfertigung. Es ist immer speziell, es ist immer teuer. Und das irgendwie anders zu finden oder zu machen, ist sehr schwierig. Was sich jetzt viele Leute anschauen, ist, neue Wege zu suchen, um sowas zu bauen. Und es gab gerade neulich ein Paper, das veröffentlicht wurde, das heißt Hacking für die Astronomie. Können 3D-Drucker und offene Hardware es ermöglichen, für einen geringen Preis Submillimeter Auflösung zu erreichen. Von Karl Feinkopf aus Heidelberg. Und das eine ist, dass man mit 3D-Druck die Optiken für Teleskope baut, für Millimeter-Teleskope baut und jeder könnte dann zu Hause seine eigene Millimeter-Wellenlänge-Optik bauen
aber auch das Auslesen und Kontrollen für und Kontrollieren des Instruments, was sehr schwierig ist, denn die gesamte Entwicklung passiert entlang der Open Hardware Association Richtlinien. Das heißt, es ist für die ganze Welt offen, um es zu benutzen und zu verändern. Wurde übrigens inspiriert von der Hardware Hacking Community. Und die sind alle auch in diesem Paper genannt. Also vielen Dank, ihr seid alle Teil davon. Eine andere Sache ist offene Software. Für viele Jahre haben Astronomen mit Datenanalyse auf ihren Computern gearbeitet, indem sie ihre bevorzugten Code verwendet haben. Also ich nutze ein Tool, das heißt IDL. Hat schon euch jemand schon mal gehört? Nein? 1, 2 vielleicht? Und Astronomen haben herausgefunden, dass es tatsächlich kein so guter Weg ist, voranzukommen. Also ein Projekt, das seit einer Weile jetzt läuft, ist das AstroPy-Projekt. Das ist eine Gruppe von Astronomen, die versuchen, ein Open-Source-Python-Paket zu bauen für alle Analysen astronomischer Daten, die ihr jemals machen können wollen würdet. Ein anderes Paper wurde veröffentlicht, das heißt Bring Out Your Codes und veröffentlicht euren Code. Und das Problem, das sie angehen, ist, dass Leute Daten nehmen und darauf Code anwenden und dann irgendein Paper veröffentlichen, aber niemand kann das nachvollziehen und den Code checken. Es wurde jetzt auch ein neues Journal geschaffen, das heißt Astronomie und Computing, wo man nicht nur seinen Source Code veröffentlicht, damit andere es nutzen können, sondern auch, um die Ergebnisse der anderen Gruppen zu verifizieren. Und gleichzeitig kam da auf die Astrophysik Quelltextbibliothek, die ASCL, schließlich verteiltes Rechnen wurde ein großes Ding. Ich habe schon gesagt, ich habe Millionen von Stunden von Supercomputerzeit für meine These, für meine Doktorarbeit benutzt. Aber es gibt einfach nicht so viele Supercomputer in der Welt und es ist nicht so leicht, diese Zeit zu bekommen. Man muss ein Proposal schreiben, da muss man warten und hoffen. Es gibt also etwas, das Boink heißt, das ist von der Universität Berkeley. Und das erlaubt es, allen weltweit ihre ungenutzte Rechenzeit zur Verfügung zu stellen für wissenschaftliche Experimente. Das Prominenteste, was wahrscheinlich viele von euch kennen, ist SETI at Home. Es war ein Bildschirmschoner, der in den frühen 2000ern rauskam und es dem SETI-Projekt ermöglichte, ihre Radiowellendaten zu analysieren. Ein etwas neueres ist Cosmology at Home. Und dieses Projekt nutzt den Computer, um verschiedene Modelle des Universums zu simulieren. Das ist also auch ziemlich cool. Ein anderer Aspekt von verteilter Berechnung ist, dass man die Öffentlichkeit, also auch Nicht-Experten, einbeziehen kann. Vielleicht seid ihr interessiert daran, Universen auf eurem Rechner zu simulieren, aber vielleicht sind das nicht alle Menschen. Deshalb ein tolles Beispiel, was die breite Masse involvieren kann, ist der Galaxy Zoo. Und das ist ein Problem, dass dieses SDSS-Server jede Nacht Millionen von Datenpunkten reduziert. Und deshalb haben sie jetzt im Galaxy Zoo deshalb versuchen sie jetzt 50 Millionen Galaxien zu klassifizieren. Und das ist nicht nur eine anstrengende Arbeit, es ist auch unglaublich langweilig und man wird damit nicht fertig. Und deshalb gibt es jetzt den Galaxy Zoo, wo Freiwillige sich diese Bilder anschauen können und sie klassifizieren können. Und es wird immer bekannter und es hat schon zu einigen interessanten neuen Entdeckungen geführt. Also auch ziemlich coole Sache. Schließlich gibt es Crayfish, was für Cosmic Rays Found in Smartphones steht. Wie viele von euch haben ein Smartphone in der Tasche? Großartig. Alle von euch könnten Teil eines weltweiten Netzwerks von kosmischen Strahlungsdetektoren sein. Was es grundsätzlich, was es ist, ist, jedes einzelne eurer Smartphones hat diese CCD-Chips, über die ich eben geredet habe. Diese Chips sind empfindlich für das Licht, das kosmische Strahlung auslöst, wenn es sie trifft. Wir haben 1,5 Milliarden Smartphones auf diesem Planeten. Wenn wir sie alle mit Internet verbinden, hättet ihr den größten Detektor für kosmische Strahlung, der jemals gebaut wurde. Und das ist ziemlich cool. Wenn ihr also interessiert daran seid, Teil dieses Experiments zu sein, hier ist der Link. So, ich hoffe, ich konnte euch heute ein bisschen zeigen, dass Hardware-Technologie einen riesigen Unterschied in den Fortschritten der Astrophysik und der Astronomie gemacht hat, in den letzten 400 Jahren. Aber große Rechner und verteiltes Rechnen kamen erst vor kurzem auf die Bühne. Es ist tatsächlich erst in den letzten 20 bis 30 Jahren, wo das bekannt und wichtig wurde. Und schließlich, dass die Wissenschaft endlich offene Hardware und Software
gutheißt und verwendet. Das heißt, diese neuen Technologien, die jetzt verfügbar sind, zum Beispiel 1,5 Milliarden Smartphones auf Planeten, wird es hoffentlich ermöglichen, neue Entdeckungen zu machen, die vorher nie möglich gewesen wären. Also vielen Dank fürs Zuhören. Okay, wir haben etwa 5 Minuten für einige Fragen. Also bitte kommt zu den Mikrofonen rechts und links. Wenn ihr Fragen oder Klarstellungen habt, Wunsch nach Klarstellungen. Irgendjemand? Danke für diesen Vortrag, sehr interessant. Nur eine Frage, warum haben Leute dieses große Horn 65 bekommen? Ich weiß leider die Frage nicht. Ich weiß leider die Antwort nicht. Wofür wurde das große Horn gebaut, war die Frage, glaube ich. Damals wusste man nicht über die Hintergrundstrahlung. Also es war für einen anderen Zweck gebaut ursprünglich, an den ich mich gerade nicht erinnere. Das ist in Wikipedia zu sehen. Ihr könnt nachschauen. Aber das interessanteste Ergebnis war tatsächlich das Unerwartete, das nur mit dieser Technik möglich wurde. Ich glaube, dass vielleicht der Ursprungszweck war, irgendwas mit Signale anzuschauen, die auf der Erde von anderen Menschen, anderen Technologien erzeugt worden sind. Ich weiß es nicht, muss ich nachschauen. Irgendwelche weiteren Fragen? Wir haben noch ein paar Minuten. Hallo. Ich denke, das war für mich der allerbeste Talk, danke. Was für eine Arbeit tust du? Ja, also ich habe meine Doktorarbeit über die kosmische Hintergrundstrahlung geschrieben. Also das ist, was ich für etwa 6 Jahre in der Universität gemacht habe. Jetzt habe ich mich auf Infrarotastronomie verlegt. Ich fokussiere also darauf, riesige Laser in die Atmosphäre zu schießen. Wofür? Weil wir riesen Laser in den Weltraum schießen können. Das Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching schaut sich 2 Dinge an. Und das eine ist das Zentrum der Galaxie. Es gibt dort ein supermassives schwarzes Loch im Zentrum unserer Milchstraße und es gibt Sterne, die dieses schwarze Loch umkreisen. Und wir können diese Bahnen sehr genau messen und testen, ob die allgemeine Relativitätstheorie korrekt ist in diesen extremen Bedingungen. Und das andere ist die Formation und Evolution von Galaxien mit hoher Rotverschiebung. Und diese Messungen werden am besten im Infrarotbereich gemacht. Ich arbeite jetzt also im ganz anderen Wellenlängenbereich als den, über den ich geredet habe. Danke, das ist sehr spannend. Du hast gesagt, dass sehr viele dieser CCDs siliziumbasiert sind. Hätte es einen Sinn, Galliumarsenid zu benutzen, oder gibt es vielleicht einen Grund, der mit der Größe der Detektoren zusammenhängt? Wir benutzen tatsächlich Galliumarsenid im Infrarotbereich, was eine Wellenlänge ist, über die ich heute nicht geredet habe. Und dort hat man dann andere Lücken in der Entdeckung der Erfassung der Photonen. Das ist schwerer, weil die gesamte Elektronikindustrie eben im Siliziumbereich gebaut ist. Also alle Technologie, um diese Detektoren zu bauen in Silizium, ist einfach erhältlich. Wenn wir andere Materialien wie Galliumarsenid oder Quecksilber, Cadmium verwenden, wir haben also nicht die Infrastruktur, die haben wir für Silizium. Ich erinnere mich, es gab einen Dokumentarfilm über ein Rennen durch Australien mit solargetriebenen Autos. Und diese anderen Materialien gaben also mehr Reaktionsfähigkeit. Und danke für die Frage. Und nochmal danke mit den Lesern für Ihren fantastischen Talk.